meinem Versuch, mich dieser ganz anderen fremden Kultur zu nähern, mit Verständnis und Empathie, habe ich gemerkt, dass es die wichtigste Voraussetzung ist, die schnellen Urteile, die sich so mir nichts, dir nichts bilden, zwar erstmal anzuhören, innerlich quasi, und dann aber erstmal wieder zur Seite zu tun und wirklich nur zu schauen und zu beobachten. Hier kommt jetzt Omar, Yusuf und Semu. Voilà. Also ich wollte zulernen und hatte als Gastgabe Schattentheater mitgebracht. Und es hatte eine unglaubliche Resonanz. Ich merke, dass Menschen, die dort länger sich aufhalten und so wie ich dann auch Arbeit finden, ehrenamtliche Arbeit, dass Europäerinnen und Europäer wirklich dazulernen können. Die Menschen dort sind nicht wie wir gewohnt, den Tod auszusparen. Der ist alltäglich. Und das hat zur Folge, dass sie ihr Leben, und sei es das arme Leben eines Bettlers auf den Straßen, wirklich anders genießen und sich daran freuen. Was ich eben auch gesehen habe, dass ein Holztor so einer nackten Frau im Unterleib einer Gruppe von Frauen und Männern im islamischen Gebiet gezeigt wurde. Und das ist ein solcher Tabubruch. Also da glaube ich, dass sie sich nicht respektiert fühlen mit ihren Vorstellungen und dass sie wahrscheinlich schon wahrnehmen oder sicher wahrnehmen, ja, wir sollten es wohl offiziell nicht tun, aber das wird sie nicht dazu bewegen oder kaum dazu bewegen. Aber ich glaube, dass der Weg über das Schattentheater und die Tabubrüche, die dort möglich sind, hinter der Leinwand und auch die unglaubliche Identifikationsmöglichkeit, dass die besser werden können. Beispielsweise habe ich ziemlich am Anfang einer größeren Organisation einen Antrag gestellt und zum Schluss, als das alles fertig war, als die Anträge abgegeben waren, hieß es dann, ich müsste aber auch belegen, wie viel weniger AIDS-Kranke es in dem Dorf hätte, nachdem wir diese Kampagne gemacht haben. Und ich habe es hier nicht fassen können, denn also ich dachte doch, dass so viel Kenntnisse über afrikanische Verhältnisse auf dem Dorf da wären, dass das einfach ein völliges Unding ist. Da möchte ich doch gerne, ja, solange es möglich ist, solange ich das körperlich kann, möchte ich den Kontakt schon immer wieder auch halten.